Heute packen wir uns ein schönes Blinkertext-Tutorial auf die Augen. Nicht so. Um genau zu sein, ist diese Animation eigentlich eine Animation aus meinem Title Pack, was jetzt neu rausgekommen ist. Und ja, dieser Text ist nicht nur cool, um ihn sich in die Augen reinzupacken, wie in meinem Sharingan-Tutorial, sondern auch mega cool, um seinen Instagram-Posts ein bisschen aufzupeppen. Okay, zuallererst setzen wir eine Maske auf, dann unsere Coding Glasses und dann geht es richtig los, GTA-Style. Nein, Spaß, aber die Brille lassen wir auf. Okay, wir gehen nach DaVinci Resolve. Hier öffnen wir die Effects Library, holen uns eine Fusion Composition in die Timeline und gehen in Fusion rein. Dort ziehen wir uns zuallererst einen Text Plus hier rein und den lassen wir uns mit einem sweeten Druck auf die 1 anzeigen. Okay, das ist... It's never too dark to be cool, aber hey, ich sehe sonst nichts. Wir schreiben hier uns erstmal einen lustigen Text rein. Wie wär's mit Blinketext? Den machen wir dann auch noch groß. Okay, nachdem wir jetzt unseren Blinketext haben, möchten wir jetzt mit Rechtsklick hier reinklicken und uns einen Follower holen. Der Follower ist quasi ein... Wir animieren etwas über Zeit-Modifier. Okay, bevor ich jetzt mit Animieren loslege, nochmal kurz was dieser Follower-Modifier nun eigentlich macht. Wenn du dir den Follower-Modifier anguckst, dann haben wir neben dem Timing Text, Transform und Shading. Und diese Properties sind auch unter Tools die gleichen, die wir in unserer originalen Text-Node haben, nämlich Text, Transform und Shading. Der Modifier macht also, dass alles, was wir auf dem Modifier animieren, automatisch auf den Originaltext übertragen wird. Und zwar mit dem Timing-Parameter. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel das Delay auf 2 Frames stelle und eine Animation erstelle, gehen wir beispielsweise mal unter Shading und animieren die Opacity, also die Deckkraft, auf Frame 0, auf Frame 0. Bin ich jetzt also auf Opacity 0, setze einen Keyframe. So, jetzt wird natürlich nichts angezeigt, weil ich keine Deckkraft habe. Also er ist komplett transparent. Ich gehe jetzt einen Frame weiter vorne und setze die Opacity auf 1. So, damit kommt unser B von dem blinkenden Text rein. Und 2 Frames später kommt dann das L rein, 2 Frames später dann das I und somit haben wir einen sich selbst schreibenden Text. Und das Coole ist, wenn ich jetzt in die Opacity einfach später nochmal einen Keyframe setze, eins weitergehe, die auf 0 setze, habe ich jetzt quasi einen Text, der kurze Zeit reinkommt und sich dann wieder selbst wegschreibt. Und zwar mit genau diesen 2 Frames Versatz. So, und wenn ich das jetzt weiter betreibe, nochmal einen Keyframe setze, den nochmal anmache und dann nochmal weitergehe und den nochmal ausmache, dann habe ich natürlich einen Text, der dann immer wieder und wieder blinkt. So, das ist das Konzept hinter dem Modifier. Alle Keyframes, die wir jetzt quasi auf der Opacity gemacht haben, werden anhand der Buchstaben im Timing bestimmt. Wenn ich jetzt also im Timing von Left to Right auf Inside Out stelle, dann gehen diese Wellen der Animation von dem mittleren Charakter nach außen. Und das ist nämlich ziemlich cool. Weil du hast vielleicht schon mal mit der Textnode gespielt und gesehen, wir haben unter Shading nicht nur ein Property, sondern ganze 8. Also nehmen wir das nächste Property hinzu und das wird eine Outline. Bevor ich die Outline allerdings hier drin animieren kann, muss ich sie zuallererst mal im Original-Tool anschmeißen, also enablen. Dazu klicke ich auf Tools, gehe im Shading-Tab auf das Shading-Element 2 und klicke auf Enable. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier die Appearance zu verändern und das Shading Element 2 kommt schon als Outline daher. Und ich habe noch die Möglichkeit, die Thickness und andere Parameter zu beeinflussen. Zum Beispiel kann ich den Line Style auf Dotted stellen, damit habe ich Punkte als Text ringsrum. Aber ich lasse den hier mal für mich auf Solid. Nachdem ich das Shading Element 2 quasi hinzugefügt habe, gehe ich wieder auf die Modifiers und habe jetzt hier im Follower die Möglichkeit, mein zweites Element zu animieren. Und genau das möchte ich nämlich jetzt machen. Ich setze auf Frame 0 die Opacity auf 0 von meinem Shading Element 2 und gehe noch eins weiter vorne und setze es auch hier wieder auf volle Kanne. Du denkst jetzt, irgendwie ist nichts passiert, aber er ist reingekommen. Wir haben bloß die Füllung schon animiert. Und dazu gehe ich mal auf Keyframes
Und jetzt siehst du, haben wir zwei Follower-Modifier für Opacity. Für jedes Shading-Element 1. Wenn ich jetzt die ersten etwas versetze, dann siehst du, kommt zuerst das E rein als Text, als Outline und dann die Füllung. So, und damit haben wir die Welle der Animation. So, und wenn jetzt hier bei den ersten Keyframes, wo das E jetzt wieder die Füllung verliert quasi, kann ich nämlich jetzt auch wieder die Animation, ein Keyframe setzen beim Shading Element 2, eins weiter vorne gehen und die Deckkraft auf 0 setzen. Damit habe ich jetzt quasi eine Animation, die quasi blinkend durchläuft. Und wie gesagt, das kann ich jetzt mit dem Timing einfach von Inside Out auf Left to Right stellen oder Right to Left. Und schon habe ich eine Animation, die sich quasi wieder selbst schreibt. Und richtig cool wird es, wenn wir nämlich noch ein Element hinzunehmen. Ich gehe jetzt unter Tools und mache wieder dasselbe wie vorhin. Gehe auf Shading Element 3 und enable das. Und bei mir ist es ein weißer Kasten und ich nenne das White Box. Und die möchten wir nämlich jetzt hier als Endanimation animieren. Dazu gehe ich wieder auf den Modifier, weil wir möchten ja nur in dem Modifier die Keyframes setzen. Wähle mir hier oben Shading Element 3 an, setzen einen Haken auf Enabled und gehen jetzt ein Frame vor die Animation, bevor alles abanimiert hier, setzen einen Keyframe bei Opacity, ziehen die Opacity auf 0 runter, gehen ein Frame weiter, setzen die Opacity auf 1. So, und damit haben wir jetzt quasi eine Animation, die sich selbst schreibt und am Ende als weißer Block dasteht. Wenn ich das wieder abanimieren möchte, müsste ich noch ein Frame weitergehen und dann die Opacity wieder auf 0 setzen. Und damit habe ich quasi einen Text, der sich selbst wegschreibt, wie so ein Cursor, der schreibt. Cool, oder? Und das ist das Geheimnis hinter dem Blinketext, weil jetzt kann ich ganz einfach mein Timing umändern, Inside Out, Left to Right oder Completely Random nehmen. So, und damit sieht es so aus. So, und was, wenn ich dir sage, dass wir jetzt mit einer weiteren Node ganz viele von diesem Text erstellen können und damit können wir Muster in unser Bild malen. Oh mein Freund, wir müssen da überhaupt kein Keyframe-Gebammel machen. Fusion gibt uns das Duplicate-Tool. Wenn ich nämlich jetzt mit Shift-Space nach Duplicate suche, dann findest du das Duplicate-Tool. So, das kannst du einfach mit deinem Text verbinden und wenn du dir das anzeigen lässt, passiert erstmal gar nicht. Wenn wir nämlich jetzt das Center verschieben, haben wir jetzt nämlich ein Duplikat. Und wenn wir nämlich jetzt hier die Copies erhöhen, haben wir sogar noch mehr. Und das Coole ist, wir können ja in den Textnode gehen und die Textnode nach oben reißen und schon haben wir mehr Duplikate nach unten. Jetzt müssen wir die Duplikate nur noch auf einen Wert einstellen, der uns gefällt, zum Beispiel 4. Bam! Und jetzt den Time Offset um minus 2 erhöhen. Und damit haben wir doch schon einen richtig schönen blinkenden Text, den man echt gut immer mal so dazwischen werfen kann. Und das Coole ist, nachdem wir einmal den Animationspath festgelegt haben, können wir unterschiedliche Animationsvarianten mit dem Follower-Modifier klären mit 2 Klicks. Ich kann nämlich hier oben anstatt Inside Out einfach Completely Random oder Random One by One nehmen. Damit habe ich quasi mehr einen Matrix-Effekt. Oder ich nehme ganz einfach Left to Right und damit blinkt es links nach rechts. Oder ich nehme Outside In, was quasi eher so einen Pfeil nach oben ergibt. Will ich jetzt das Ganze haargenau von oben nach unten gleich aussehen haben, also von oben nach unten die Animation haben, wähle ich einfach None. So, und das macht nämlich Folgendes. Das baut die Animation von oben nach unten auf und wischt sie dann auch wieder weg. Zu guten Schluss müssen wir das Ganze nur noch in den Media Out verbinden. Und schon hast du eine Animation, die du überall cool drüber hauen kannst. Egal ob Instagram Reels oder TikTok Posts. Weiß ja nicht, was du machst. Aber hey, falls du noch mehr Titelanimationen haben willst für DaVinci Resolve, ich habe sowohl ein kostenloses als auch ein Paid Titelpack auf meiner Webseite, wenn du da mal vorbeigucken willst. Und du kannst in jeden Titel reingucken und sehen, was da so alles drin liegt und wie das gemacht wurde zum Selbstlernen. Viel Spaß dabei und gönn dir hart, ne? Bis zum nächsten Mal, Kameramagier.